Hallo und herzlich willkommen hier bei Heldengram. Mein Name ist Herr Chris und ja, ihr habt's richtig gelesen. Ich habe mal wieder eskaliert und ich habe mir ein neues Projekt ausgesucht, was ich jetzt auch gerne machen möchte, was ich jetzt auch demnächst halt auch in unserer Liga spielen werde und auch auf den ersten nächsten Battle Reports auf jeden Fall. Und das ist das Thema. Na, da, da, da. Die Dukari habe ich mir jetzt ausgesucht, habe ich mir den Kodex gekauft. Und ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen sehr stark eskaliert. Und wie das aussieht, zeige ich euch mal. Also, ich gebe euch einen Tipp: Geht niemals mit einem Gutschein in eurem Tabletop-Laden eures Vertrauens. Ne, auch da nochmal herzlichen Dank, Pan. Ich habe einen kleinen Gutschein bekommen und zum Geburtstag. Und ja, aus dem kleinen Gutschein ist eine Menge passiert. So wie der Kodex. Dann gab es noch fleißig die Harpyien der Tukaris. Ich fand einfach die Modelle halt mega. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mehr, was die da genau können, weil Codex erst in dem Moment auch gekauft. Dann habe ich mir einen Venom noch zugelegt. Ja, ich dachte, okay, sieht halt cool aus, warum nicht? Ja, könnte auf jeden Fall Spaß machen. Und naja, dann gab es noch die große Combat Patrol von der Dukari. Ich werde da auch demnächst dann mal ein Unboxing machen für euch, damit ihr auch mal wisst, was euch so erwartet in der Dukari. Combat Patrol, Entschuldigung, so drin ist, weil wie man sieht, sie ist halt schon sehr, sehr dick. Joa, das war also das, was passiert ist durch den Gutschein, wo ich mir sage so, toll, danke, Pan. So, aber was noch interessanter geworden ist, ist halt wie folgt. Ich war halt aber sehr erschrocken, muss ich dazu sagen, dass, wie ich die Punkte mal ausgerechnet habe über den Vessel Stripe, dass ich so wenig Punkte habe, trotz so viele Pakete. Wo ich mir sagte, so, oh, verdammt, es wird eine Massenarmee. So, und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt, ne, auch mal bei anderen Plattformen. Und da habe ich einen sehr netten Herrn kennengelernt und der mir quasi, ja, ich sag mal, fast geschenkt, noch gute Teile der Dukari mir übergegeben hat. Ne? Er hat zum Beispiel mir ja, so 30 von den Kabalen, glaube ich, heißen sie, ne, vermacht. Wie man sieht, es wird eine Menge Arbeit sein. Wir müssen sie auf jeden Fall komplett entfärben. Da denke ich, wird es auch demnächst mal ein Video geben, wie man eine Figur richtig entfärbt. Aber da ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Aber das ist mir relativ egal. Dafür passte der Preis halt sehr gut. Genauso wie zu den neuen Bikes, die ich hier gekriegt habe. Ne, da muss man ein bisschen dran arbeiten. Ne? Man sieht halt, es sind halt semi bemalt. Ne? Und man muss halt dann noch den Piloten draufsetzen. Und was ist? Es fehlen halt die Bases. Da muss ich mal gucken, dass ich halt solche Bases noch bekomme, um die halt einsatzbereit zu machen. Aber es war halt noch nicht alles. Und naja, es kamen dann noch so 20 kleine Hexen noch mit dabei. Ja, also, ich glaube, das Modell kennt auch jeder von euch. Ups, der Autozoom ist schlecht. Ach, er ist da. Super. Ne, davon halt 20 Figürchen. Noch ein alter HQ als Zinnmodell. Finde ich halt auch mal ganz nett. Obwohl ich halt kein Zinnmodell-Fan bin, weil ich finde die auf Dauer zu schwer. Gerade wenn man so eine große Armee dann halt spielt, wird es dann sehr, sehr schwierig und naja, ich sag mal so, wer hat schon Lust, so viel zu tragen, ne? Und but not least, also zum Schluss, waren noch in dem Paket dabei drei, also zwei Transporter, glaube ich, und ein Panzer, nee, andersrum, zwei Panzer, also zwei Sachen, die schießen können und halt ein Transporter, aber da muss man mal gucken. Ich denke, ich werde den mehr als Transporter bauen, weil die haben ja nur ein anderes Segel. Die Global Rider heißen sie. Und ja, auch da werde ich komplett entfärben, weil ich sag mal, das ist auch überhaupt nicht mein Farbschema. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein neues Projekt. Mein neues großes Projekt. Und ja, ich sag mal so, wenn euch interessiert, was ich noch zu Armeen habe, weil ich habe auf jeden Fall noch eine Menge mehr, dann lasst das gerne in den Kommentaren da und auch was die anderen Kameraden haben, was Kalle oder auch der Pan hat, ne, lasst uns das wissen, dann können wir euch auch mal so ein Video machen,
wo wir euch unsere Armeen vorstellen, auch für die zukünftigen Battle Reports, die halt kommen. Und in diesem Sinne, bleibt heldenhaft und bis bald. Ciao!